Hallo Leute, Klemmi war wieder unterwegs und hat ein neues Ninjago-Heft ergattert. Ein XXL-Magazin, 5,99 €. Mit Polybag, Original-Polybag, 30,650 € ist die Nummer von dem Polybag. Ray and Raptors Temple Battle. Steht da drauf. Er guckt mich ganz fragend an da drüben, der Typ. Bravado. Ja, jetzt kannst du es selbst entgummieren. Was hast du davon? So, sieht das Teil aus. Ohne die Beilage, also ohne das Polybag. Mal schauen. Oh ja, jetzt weiß ich, da habe ich mal gerade reingeguckt gehabt. Ja, so, da haben wir hier Werbung für die Lego City Sets. Inhaltsverzeichnis und los geht's mit Missionen. Ja. Ninjago Heftwerbung von Dorschen. Wieder ein extra, also Missionen und so. Ja, das ist das Klopfzeug da. Wisst ihr, die Figuren, die zwei, die da drin sind. Ja. Gut. Und hier haben wir wieder eine Mission, die über zwei Seiten geht. Dann haben wir hier ein Riesenposter. Ja. Ich tue es jetzt nicht lösen. Gibt doch bestimmt irgendwo. Ja. Hier, das ist das andere Poster mit dem Drachen. Ich tue es jetzt mal nicht rauslösen, weil dann haben wir hier zu viel Papier rumfliegen. Ja, hier ist er, der kleine Drache. Der Drachen. Das sieht einigermaßen gut aus. Gibt es den auch geklemmt? Wahrscheinlich ich glaub, nicht. Ja, weil hier... Nee, das jetzt nicht, aber den Drachen auf jeden Fall. Gut. So, das ist hier der Rest von dem von der Mission. Ja, geht über zwei Seiten. So, und wieder eine Mission. Also das ist ein reines Rätselheft, wenn ich das hier so mitbekomme. Ist auch ganz gut für die Kiddies für unterwegs, die Ninjago mögen. Wenn ihr irgendwo hinfahrt mit denen und die Nerven hinten auf dem Rücksitz, dann schmeißt ihnen einfach so ein Heft hin und dann sind sie ruhig. Nicht so ganz. Wenn es zwei sind, dann kloppen die sich um die Figuren. Aber die können dann hier dieses Battle nachspielen. Oder? Und dann nerven sie wieder, ne? Oh Mann. Sein einer von beides K.O. Oh, genau. So, dann haben wir hier mal ein Quiz. Ui, ist ja hart. Ja, dann haben wir hier die Auflösung von den ganzen Rätseln. Es gibt keine Vorschau bei diesen Dings Ninjago Sonderheften, weil die wissen nicht, was sie über haben und dann da reinpacken. Auf der letzten Seite haben wir einen Türgriffwächter. Das heißt also, man kann das ausschneiden, so wie es in Hotels zum Beispiel ist. Die hängen meistens an der Wand und dann kann man die draußen hinhängen, damit man nicht gestört wird. Denn bei vielen kommen die morgens zwischen 9 und 11 zum Putzen. Und wenn man das draußen hängen hat, die Rückseite ist auch da, und dann stören die nicht. Dann lassen die das einfach mit der Putzerei den Tag. Ja, ist ganz angenehm und naja, guck mal einer an. Klemmi kommt. Ja, klar, Klemmi. Hui. Er macht erstmal seine Kampfarena. Ja. Eine Kneipe. Ein Katana. Trans Orange. Cool.
Ja, es kommt immer nur auf die Mischung an, die du in die Dinger reinklopfst. Ja, es gibt Leute, die rennen rum und sagen, das habe ich noch nie in der Farbe gesehen. Ja, soll es geben, ne? Der ist jetzt auf einer Infotour, ne? Ja, gucken, welche Farben. Ja, damit er mal gucken, was er noch nie gesehen hat. Gruß an Cäsar. Macht auch tolle Videos davon aktuell. Mal gucken, wenn es rauskommt, ist er vielleicht sogar schon wieder zurück. So, das ist der Tempel des goldenen Froschs. Des goldenen was? Des goldenen Froschs. Ach ja. Der hat auch nicht einen goldenen Frosch drin. Darfst du keinen Franzosen hinlassen. Sonst gibt's Froschschenkel. Schön, das Kettchen auf. Höschen an. Ein Höschen auch noch. Hand. Goldene Katanas. Boah, der kann Brot schneiden. Legen einfach hin, der hat zu viel Gewicht vorne. Boah, fällt immer um. Da stehst du eine Stunde noch da und kriegst nicht hingestellt. Ist eigentlich unrealistisch, da man nie zwei Katanas getragen hat. Sondern in einer kleineren Version davon dazu. So, hier ist er mit der Laserbrille. Cool, der kann lesen? Ja. Cool. Und der kriegt hier das Teil. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von den Heft haltet. Und von dieser Ausrüstung, der Dunkler, der sieht aber auch richtig gut aus. In der schwarzen Rüstung. Ja. Das ist Kai aus der Kiste, oder? Ja, so in etwa. Mhm. Schwarz-golden, weiße Haare. Ja, da sollte man vielleicht die Schwerter tauschen, ne? Heute haben wir einen Cäsar am Wickel. So, einmal der kleine Tempel. Oben im goldenen Frosch drauf. Ist aber ganz schön windig da, ne? Ja, die eine Lampe wackelt hin und her. So. Das ist der Raptor, ne? Nee, das ist Kai. Das ist Kai aus der Kiste? Ja. Ich dachte, der andere wäre das. Da, Junge, ich kenne mich da nicht so genau aus. Ich finde es zwar interessant, aber... Aber man muss nicht alles wissen. Der kann seine Schwerter auch hinten reinpacken. Beide gleichzeitig. Was kann der? Die Schwerter hinten reinpacken. Ja, ich weiß, dass die Scheide an der Seite getragen wird vom Schwert. Genau. Katana. So, und das ist jetzt Raptor. Ach ja. Der sieht irgendwie anders aus. Also, ich grüße nochmal einen Cäsar. Ja, also, Gold, Silber, Gold und Schwarz, das passt. Ja, ne? Weiße Haare, moderne Sonnenbrille, könnte da sein. Ja, bestimmt, sein Freizeitlook ist bestimmt ein Hemd aus Klemmbausteinen, ne? Oder? Ich oder denke Pulli? Mal, dass er so ein Golddings hier hat, so ein Pulli, so ein Hemd. Ja, ich meine jetzt den Raptor. Oder? Ja, das ist... Der hat bestimmt ein Freizeithemd hier, ja. Wo Klemmbausteine drauf sind. Grüße okay, gehen raus. Also für die zwei Figuren und so weiter für 6 Euro, also 5,99 Euro, eine 100%ige Kaufempfehlung. Ja, Heft plus ein Polybag, super. Ja. Passt. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute. Genau. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Heft. Oder im Stream. Oder im Video. Tschöle. Tschüss.